Welcher Charaktertyp bist du? Hast du schon mal gefragt? Also ich zähle mal 12 auf und du findest dich wirklich in einem der 12 wieder. Also fangen wir mal an. Bist du sehr impulsiv? Also das geht richtig krass voran. Bist du mehr sichernd? Also ich sage mal, ich sichere mein Leben. Oder bist du der kommunikative Typ? Also ich rede ganz gerne. Oder bist du jemand, der in sich geht, also sich zurückzieht, in seine Kammer hineingeht und sich dort glücklich fühlt? Und dann gibt es den anderen, der gerne was teilt, der gerne exponiert ist. Also das heißt ihr, ich bin wer? Also was richtig, ja, also ich bin wer? Bist du das? Oder bist du einer, der ja schon mal guckt, prüft, Sachverstand hat, in sich geht, im Sinne von, ja, wie nennt man das? Gib mir einen Moment. Ja, einfach ein Prüfer, ein Orientierer. Bist du ein Orientierer? Dann haben wir noch den anderen Teil, also ist auch wichtig, der vielleicht erkennt sich auch wieder, bist du ein Spiegel für andere? Spiegelst du dich in anderen? Siehst du dich in anderen gerne? Machst du dich gerne hübsch und schön? Ist ein Indiz dafür. Dann gibt es auch die Prinzipienreiter. Also wirklich, wirklich die Prinzipien, die sagen, du, wenn ich das nicht kriege, dann gehe ich lieber unter. Oder ich werde schon dafür sorgen, dass ich es kriege. Und die kriegen es auch. Bist du auch da, bist du so einer? Dann gibt es natürlich die Weitläufigen, die sagen, oh, ich will die Welt kennenlernen. Oh, ich muss alles sehen, so wie ich hier. Wunderschön, trauen wir doch mal die Welt an. Und dann gibt es die Erfolgsreichstrebenden. Das heißt, die sagen, weißt du was, mir ist die Karriere wichtig, der Weg ist mir wichtig. Ich gehe jetzt auf den Weg lang und mache mich auf den Weg der Karriere. Was auch immer das sein wird, das liegt deiner Veranlagung nach, das können wir uns auch rausfinden. Echt eine spannende Geschichte. Als Life-Coach ist das natürlich meine Aufgabe, das gesamte Konzept in einem zu sehen, aber das ist jetzt nicht das Thema. Und dann gibt es die Offenen. Also der ganz offene Typ, der sagt, der Himmel ist mir offen, alles ist klasse. Ich gehe meinen Weg, mal gucken, was passiert, ich lege mich auch nicht fest. Und dann gibt es die Vergeistigten, die sagen, ich gehe in den geistigen Bereich, ich gehe in den spirituellen Bereich, ich gehe da, ich möchte das höhere Selbst kennenlernen. Also was für ein Typ bist du? Natürlich ist doch klar, dass ich mich damit auskennen muss, ist ja logisch. Also, wir hören uns. Bis dann. Life Coach Konrad Wolfmeier.